Heute habe ich einen kleinen Quicktipp für euch und es geht um duftende Lesezeichen. Ich hatte von Buchling Janine eine Karte bekommen. Das ist das schöne Stück. Sie hatte wunderschöne Farben und die Karte riecht auch jetzt noch super schön. Das brachte mich auf die Idee, warum nicht die Lesezeichen zum Duften bringen? Denn ich konnte mich von der Karte gar nicht so richtig trennen, hatte die immer zwischen den Buchseiten liegen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das machen wir doch jetzt mal mit den Lesezeichen. Ich habe hier so eine kleine Box, da habe ich Lesezeichen drin. Und ganz unten drin sind ganz verschiedene Tarts. Also alles, was wir so haben. Hier habe ich hier Fluffy Towels. Hier ist es Christmas Cookies. Ja, der nächste Winter kommt bestimmt. Garden Sweet Pea ist ja momentan einer mit der Lieblingsdüfte. Dann hier Pink Lady Slipper und so ganz verschiedene unterschiedliche Düfte. So, und da habe ich jetzt unsere Lieblingslesezeichen reingepackt. Und die riechen einfach nur fantastisch. Es ist wirklich sehr, sehr schön. Vielleicht habt ihr ja genauso viel Spaß daran wie wir. Ich weiß, viele von euch stehen ja auch schon auf Yankee Candles, aber vielleicht könnt ihr das auch mit getrockneter Lavendel oder so machen. Ganz unterschiedlich, was man halt gerne mag. Aber Papier nimmt ja gut Gerüche auf und so war das für mich jetzt einfach die perfekte Idee. Sina macht es zum Beispiel so, wenn von Yankee Candles nur so ein paar Krümelchen auf also übrig bleiben, die legt sie in ihre Stiftebox. So hat sie dann immer gut riechende Stifte. Ich stehe total auf die duftenden Lesezeichen, denn es ist doch wirklich ein Genuss, wenn diese wunderschönen Lesezeichen auch noch gut riechen. Ja, ich hoffe, ihr konntet damit was anfangen, habt euch vielleicht eine kleine Anregung geben können, die das Lesen einfach noch schöner macht.